Die Maßnahmen der Corona-Verordnung sollen erneut angezogen werden, insbesondere hier im Land Baden-Württemberg. Wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ab heute Nacht 0 Uhr, den 23. Dezember 2020, den Grenzübertritt von Deutschland in die Schweiz oder nach Frankreich und die dementsprechenden Länder auch hier nach Deutschland reisen möchten, müssen Sie, wenn Sie ohne triftigen Grund kommen, mit 10 Tage Quarantäne rechnen. Der Grund ist, man will den Einkaufs- und Skitourismus eindämmen. Ob das so funktioniert? Ich war für Sie am Laufenpark in Laufenburg und habe Einkaufstouristen für Sie interviewt. Mal eben nach Frankreich zum Shoppen oder in die Schweiz zum Skifahren. Bislang waren kurze Tagestrips über die Grenze ohne weiteres möglich. Doch das soll sich ab jetzt ändern. Aufgrund der angespannten Infektionslage will die baden-württembergische Landesregierung den Grenzverkehr auf ein zwingend notwendiges Maß reduzieren. Und bereits schon ab Mittwoch, den 23. Dezember, soll eine neue Verordnung gelten. Darin steht, dass die quarantänefreie Ein- und Ausreise zwischen Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen nicht mehr möglich sei. Wir gehen ungefähr einmal im Monat kommen wir nach Deutschland und kaufen hier ein. Wir sind eine Familie, da Freunde besuchen und so weiter. Also einmal im Monat würde ich sagen ungefähr. Also wenn ich in Quarantäne muss, dann komme ich nicht. Aber sonst komme ich alle 2 Wochen posten. Wer beispielsweise aus Baden-Württemberg einen Skiausflug in die Schweiz macht, muss danach ebenso 10 Tage in Quarantäne wie umgekehrt Schweizer oder Franzosen, die in Baden-Württemberg einkaufen. Baden-Württemberg hatte zunächst an einer Ausnahmeregelung festgehalten, bei der es hieß, dass Wintersportler und andere Tagestouristen, die sich nicht länger als 24 Stunden in einem Corona-Risikogebiet im Ausland aufgehalten hatten, nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne mussten. Diese Regelung soll nun extrem eingeschränkt werden. Sogenannte Ausnahmen soll es nur noch bei triftigen Gründen geben. Darunter fallen unter anderem Arbeit, Schule, Arztbesuch oder familiäre Angelegenheiten. Wir haben keine Verwandtschaft jetzt direkt in Deutschland, aber wir haben natürlich viele Freunde, die selber aus Deutschland sind, in der Schweiz leben, die das geplant haben, die Familie zu besuchen. Ich weiß nicht, wie das für die dann ist. Oder auch Deutsche, die in die Schweiz kommen möchten, ihre Freunde besuchen oder Skifahren. Ja, es ist schwierig. Grenzüberschreitende Partnerschaften sind ebenso von der neuen Regelung nicht betroffen. Mit der Verschärfung der Einreiseordnung vollzieht Baden-Württemberg einen Schritt, den Bayern bereits Ende November gegangen war. Noch am Dienstagabend hatten es einige Einkaufstouristen noch sehr eilig, um vor den Verschärfungen in Laufenburg noch ein Schnäppchen zu machen. Welche Waren ziehen den Einkaufstourismus nach Deutschland an? Also wir kaufen vor allem im DM ein, vor allem Putzmittel, Duschmittel und so weiter. Ich kaufe frische Ware auch natürlich in der Schweiz, Brot und Fleisch und so weiter. Aber mit Kindern merkt man das natürlich auch, den Verschleiß. Und wir sparen sehr viel Geld, wenn wir hier einkaufen. Milchprodukt und Fleisch, Hygieneprodukt, Hygieneartikel allgemein, ist alles viel, viel günstiger da. Und wir können Mehrwertsteuer retten. Bereits vergangene Woche hatte sich die Landesregierung angesichts eines drohenden Shoppingtourismus besorgt gezeigt. Frankreich hatte einen Tag vor Beginn des deutschen Lockdowns seine bisher geltenden strengen Ausgangsbeschränkungen deutlich gelockert. Die landesweite Schließung aller Geschäfte war bereits am 28. November wieder aufgehoben worden. Eine Sonderausgangsbescheinigung ist seit einer Woche nicht mehr notwendig. Menschen aus Baden-Württemberg konnten bislang im kleinen Grenzverkehr ungehindert über den Rhein ins benachbarte Elsass fahren. Zuletzt hatte die Elsass-Metropole Straßburg ebenso wie Mulhouse am 4. Adventssonntag mit einem verkaufsoffenen Sonntag Kunden aus dem badischen Grenzgebiet angezogen. Auch das große Outlet-Center im elsässischen Roppenheim, nur 2 Minuten von der Grenze entfernt, war am Sonntag geöffnet. Nun schiebt die baden-württembergische Regierung einen Riegel vor die Tür. Die nächste Stufe wird nach Auskunft des Zolls die komplette Grenzschließung sein, so wie im Frühjahr, wenn es sich nicht bessert. Wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben.
Sie können natürlich jederzeit meinen Kanal kostenfrei abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo klicken. Wichtig ist, die Glocke anschalten, damit Sie keinen Beitrag mehr verpassen. Hier bei Schwarzwald TV bekommen Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach-Freiburg, Breisgau, Hochschwarzwald, Emmendingen, aus der Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und um Tuttlingen herum. In den Videobeschreibungen sind immer reichhaltige Informationen, Videoempfehlungen. Schauen Sie mal vorbei. Es gibt auch Grußvideos hier auf dem Kanal. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Rest-Adventszeit. Und feiern Sie nicht zu streng. Lassen Sie sich gut gehen. Bleiben Sie gesund und tschüss.